Jo Leute, seid gegrüßt. Was? Ist das mir? Was ist hier? Ah! Scheiße! Wow, Alter, wo hast du trainiert? Man muss jetzt hier leider blocken. Was zum Teufel ist mit dir los? Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Netter Ausblick. Ja. Mit Steuern kann ich mich heilen. Diese komische Medizin heilt mich. Folgendes, wenn man jetzt hier versucht, irgendwo hinzugehen, wird man nichts finden. Ja. Wenn man jetzt zu ihr geht... Wie hat die eigentlich aufstehen können? So, hier irgendwo... Ja, genau, wie damals in der Zero Death Challenge. Komm her! Wow! Wo ist sie? Oh shit! Kann ich die Axt wieder mitnehmen? Hm? Was zum... nö, hier ist nix. Nein. Du hättest echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Hey Zoe, das weiß er nämlich wirklich nicht. Ich erinnere mich nur an den Typen, der uns am Anfang... Wo ist sie hin? 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 Ah, okay, das war die eine Tür, die verschlossen war. Das hier ist sowieso das Gästehaus. Oh. Ich kenne wenige Familien, die ein Gästehaus haben. Aber jetzt kann ich ja endlich die Schranktür hier aufmachen. Bolzenschneider! Nicht zu verwechseln mit einem Seitenschneider, das ist was anderes. Okay. Ach, ich kann auch gezielt zuschlagen! Das geht auch. Wusste ich gar nicht. Ach so, dann führen diese. Ja, ich weiß schon wieder. Jetzt mal ehrlich, falls irgendjemand von euch da draußen ein Elektrotechniker ist, gibt es wirklich solche Sicherungen? Ich meine, ich kenne die zum Reindrehen, aber die zum Reinklippen. Du wolltest mir nicht wehtun.
Wo kommst du her? Hättest du nicht tun darf. Das mag verdammt will. Was willst du? Komm, zieh das Ding raus! Dann stopf sie! Oh, die hat eine Motorsäge! Komm schon! Zieh das Ding raus! Oh! Die sägt dir den Arm ab! Kannst du die vielleicht mitnehmen und in ein Einmachglas reintun? Und wie er das noch so penetrant hinhalten muss? Aber der müsste ja eigentlich vollkommen verbluten, oder? Boing! Raketen ab! Wunderbar. Kann ich nicht verwenden, oder? Oh ja, kann ich. Moment. Okay, gut. Oh ja! Jetzt geht's aber los. Gut, dass die geladen ist, weil aufziehen kann er die, glaube ich, nicht. Im Übrigen lohnt es sich genauestens, sich umzusehen, bevor man irgendwas macht. Hier zum Beispiel. Pistolenmunition. Hier noch irgendwo welche. Nö. Man kann auch die Puppen wegmachen. Die stören nämlich nur. Weil man ja gegen mir aber... Alter, wie viele Fernseher haben denn die... Die müssen ja irrsinnig reich eigentlich sein. Komm her. Pistolenmunition. Okay, gut, dann halt nicht. Ich gebe halt den Tipp, dass man... Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Scheiße! Reloaden! Shit, 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 shit! Hab ich noch was zum Heilen? Ja! Ich hab doch gar nichts gemacht! Beweg dich nicht so dämlich! Boah, du bist wirklich mies. Und das nicht nur als Freundin. Alter, wie kannst du mich erwischen? Oh, das ist schon jetzt sauschwer. Was? Du liebst mich? Ja, das kann man auch irgendwie... Kannst du das auch normal ausdrücken oder irgendwie was? Wow, Alter, die Frau regt auf. Komm schon, Ethan, sei ein braver Junge. Nimm die Motorsäge, nimm die Motorsäge, nimm die Motorsäge. Oh, der dämliche Idiot. Die Leiter irgendwie wieder aufstellen. Wo ist die Leiter hin? Na toll, ist im Arsch. Gut, gehen wir so. Ich frage, was wir jetzt machen sollen. Wo kommt der her? Hä? Wo werde ich denn jetzt hingebracht?
Wow, scheiße. Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Hä? Ja, komplett am Arsch, aber... Die hat das mit irgendwelchen solchen Tackerklammern wieder dran gemacht. Bäh. Ich hoffe, der war nicht in dem Gurkenglas drinnen. Wäre ja widerlich. Wo bin ich? Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ich das. Es ist gut. Er kennt gut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Gib mir aus dem Weg. Wow! Der Junge muss was essen. Was heißt denn nicht schon wieder? Macht er das öfter? Los jetzt, komm schon. Komm schon. Er ist es nicht! Er ist es nicht! Verdammte Maul, Margaret! Er hat das für ihn gemacht! Du bist ein Mistkerl! Ja. Boah, Leute, nee, das ist mir zu widerlich. Kurzer Drehstopp. So, Leute, kann weitergehen. Das soll ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Oh! Und das Face von Lucas, wie geil er das findet. Hm? Wer klingelt denn da? Hopp! Alter, sperrt die Typen ein! Bitte sperrt die Typen ein! Schweine! Ich komme zu dir zurück. Ja, wie gesagt, einer von denen ist nicht infiziert. Wenn man hier zu lange wartet, kann es, glaube ich, auf Vierenhaus sogar passieren, dass er einen wieder schnappt. Okay. Gut, wir sind hier raus. Habe ich irgendwas bei mir? Nö. Ich hab... Was ist hier drin? Boah, bitte nichts... Oh. Ja, diese Vorräte. Alles zu Hause. Brauche ich gar nicht mehr einkaufen. Achso, das ist was ist hier? Ja, was auch immer. Ah, da gab's auch irgendwo... ein Kraut? Na, ob das noch gut ist? Ich weiß ja nicht. Was gibt's hier noch? Ja, die Omi und das... mehr oder minder Essen. Nikos Hardware. Hä? Moment. Das ist doch der Kaufpreis von der PlayStation 4 in Amerika. Aha. Aber warum steht hier Hardware? Egal. Buchhaltung. Hab zwar nichts dagegen, kann ich auch zum Teil, aber trotzdem, nö. Leute. Ist nicht meins. Buchführung, nee. Da muss ein Steuerberater her. Das kann jemand machen, den es mehr interessiert. So. So, der muss hierher kommen.
Na komm schon. Ja, dachte ich. Hau ab. Wow, 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 wow. Dreh nicht komplett durch, Alter. Der haut dir einfach die Wand an. Durch, 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 durch. Nein, 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 nein. Oh, lass mich in Ruhe, Alter. Ich hasse ihn. Ja, komm, nimm den Scheiß. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Oh. Oh, dieser Arsch. Der ist total irre. Und vor allem ist er sau schnell. Ja, komm, 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 komm. Hau ab, hau ab, hau ab! Vor allem, ich kann mich hier nicht heilen! Oh Mann, ist das gemein! Vielleicht doch mal vorne reingehen, hm? Wow, 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 wow! Beeil dich, Mann! Das musst du schon besser machen, Junge! Ich geh da rein, geh da rein, geh da rein! Boah! Alter, der lässt ja gar nicht mehr ab. Okay, das Kraut hebe ich mir noch auf. Das scheint ein Heilmittel zu sein anscheinend. Weil zumindest da dieses Pluszeichen steht und da steht ja normalerweise immer für Heilung. Boah, Alter! Auf normal rastet der noch viel mehr aus. Auf ihrem Haus ist es noch viel schlimmer. Auf ihrem Haus sieht er einem im ganzen Haus. Da gibt es dann absolut nichts mehr, was man tun kann. So, hier ist die zweite antike Münze. Ist auch nicht so schlecht. Man kommt jetzt hier, glaube ich, irgendwo in die Nähe von der Waschküche raus. Da ist sogar ein Kabel drunter verlegt. Oh Mann, Hausinstandhaltung können die aber überhaupt nicht. Und ich glaube, auf ihrem Haus gibt's, kann der sogar in das, in den Safe Room hinein. Oh. Boah, Alter, der Kerl macht mich fertig. Ach, die Kiste. Ach, ja, die kriegt man ja, wenn man das durchspielt. Ja, richtig. Ich kann sie mal ins Inventar nehmen, dann kann ich zumindest auf ihn schießen. Ich kann es euch ja auch mal zeigen. Das ist ein richtiges Höllenteil. Brauchen wir jetzt aber nicht, dass ich werde das originalgetreu durchspielen. Außer ich komme irgendwo überhaupt nicht weiter, dann werde ich sie natürlich einsetzen. Ist ja logisch. Kombinieren. Ja, man kann gewisse Dinge craften. Irgendwo hier ist eine Box. So viel weiß ich. Ja, genau hier. Dietrich. Ne? Brauchen wir dann auch relativ bald, um eine weitere Tür zu öffnen. Die miefen furchtbar. Sind das Jacks Arbeitssocken? Ja. Voll Teufel. Was zum Teufel? Wer ruft denn in der Situation an? Oh, hi, Zoe. Zoe, stimmt's? Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Aha. Okay. Na gut. Reizendes Mädchen. War das die, die mich verarztet hat auch? Zufällig? Weiß ich ja nicht. Und zwar...
Nur zur Info jetzt noch, die Mr. Everywhere, die werden wir noch kennenlernen. Man kann Jack, glaube ich, in dem... Wo ist denn der überhaupt? Ach ja, jetzt ist der ja weg. Richtig. Hm? Ist es Zoe? Ich glaube nicht, dass das die war, die mir den Arm wieder angetackert hat. Mit so einer Büroheftmaschine. Sieht ziemlich arrogant aus. Sieht aus wie mein Mathelehrer, mein ehemaliger. Zwar nicht aus der HTL, aber cool. Es gab mal einen, der so aussah. Ja, genau, die Wackelköpfe waren gemeint. Und zwar. Jetzt, soweit ich weiß, ich gönne mir mal nur das Kraut. Den Heiltrank werde ich später noch brauchen. Machen Sie auf! Jetzt steht hier dieser Polizist. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Ja. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt. Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie's. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Okay. Aha. Was soll ich mit einem Messer? Ja. So zuschlagen, ne? Tja, Leute, das finden wir, oder was Eve mit dem Messer machen kann, das finden wir jetzt in der nächsten Folge heraus. Ich würde sagen, 22 Minuten ist so eine gute Partlänge. Dann machen wir mal Schluss, oder 23, je nachdem. Habe ich dir, bis zum nächsten Mal.